Gut, einen wunderschönen Nachmittag. Herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Privatenpartei Steiermark bzw. Graz. Mein Name ist Seiden Julian, ich bin 20 Jahre alt, bin der Pressesprecher der Piraten in der Steiermark. Ja, heute bei der Pressekonferenz geht es darum, wir stellen unser Programm für die Gemeinderatswahl 2021 in Graz vor, sowie unser tolles Spitzenteam. Ganz kurz zur Piratenpartei Steiermark bzw. Graz. Wir wollen erneut in die Gemeinderat einziehen. Wir waren zwischen 2012 und 2017 schon einmal im Gemeinderat und möchten mit unserem jungen, motivierten Team wieder in den Gemeinderat einziehen. Ganz kurz zur Agenda. Wir befinden uns gerade in der Begrüßung. Danach gibt es die Vorstellung des Programmes durch unser Spitzenteam. Danach eine offene Fragerunde für alle Fragen, die unter den Fingern brennen. Und danach wird es auch noch Zeit für Interviews und Einzelgespräche mit unserem Spitzenteam geben. Gut. Als erstes möchte ich vorstellen unseren Spitzenkandidaten, den Florian Lammer. Er ist unser Spitzenkandidat, 30 Jahre jung, Universitätsassistent auf der TU Graz im Bereich Verkehr und war bereits Mitarbeiter im Gemeinderat für Philipp Pachanda. Genau, also schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich darf beginnen, das Programm vorzustellen, und ich darf sagen, die Grundwerte der Piraten, wir trauen den Menschen in unserem Weitblick viel zu. Wir glauben, dass man die Menschen nicht bevormunden muss und dass man sie einbinden soll in die Stadt. Und wir wollen eine selbstorganisierte Stadt und glauben, dass das möglich ist. Und deswegen wollen wir einerseits eine starke soziale Absicherung für die Menschen, um ihnen Raum für Beteiligung zu geben. Und gleichzeitig wollen wir, dass sie die Stadt mitregieren alle. Wir Piraten sind eigentlich eine Art Politiker aus Notwehr. Wir wollen den Einfluss von politischen Parteien begrenzen, ja, auch unseren eigenen, wenn wir da drinnen sind, aber wir wollen das Werkzeug der Parteien nutzen, um so den politischen Prozess umgestalten zu können. Beim Einfluss der Parteien zu begrenzen, ist für uns sehr wichtig, wir haben einen Bürgermeister, der seit 18 Jahren im Amt ist, und wir wollen hier eindeutig Amtszeitbegrenzungen für PolitikerInnen, weil wir der Meinung sind, dass wenn Politik sollte keine langfristige Karriere darstellen, weil die Abhängigkeiten von dem System und von der eigenen Karriere werden mit der Zeit immer größer und die Chance auf Einflussnahme von außen durch Unternehmer, durch Lobbying steigt, je länger man in hoher Position ist als Politiker. Wir wollen natürlich auch den Grazinnen und Grazern mehr Mitspracherecht geben. Und wir wollen hier Möglichkeiten schaffen, dass man, wenn man etwas von der Stadt oder von dem Gemeinderat wissen möchte oder von Stadträten, dass hier Initiativrechte der Bürgerinnen gibt und dass das die Bürgerinnen auch stärker in Budgetplanung der Stadt eingebunden werden. Wir haben bereits im letzten Gemeinderatswahlkampf haben wir das Pilotprojekt des Bürgerinnenbudget geschaffen. Wir haben damals die Hälfte unserer Parteienförderung in einen basisdemokratischen Projekttopf zur Verfügung gestellt, wo alle Grazinnen und Grazer selbst Projekte einbringen konnten und anschließend darüber abstimmen, welche Projekte aus dem Topf finanziert werden können. Wir wollten damit zeigen, dass man die Bürgerinnen stärker in die Budgetplanung einbinden kann und wollten das eben symbolisch damit darstellen. Jetzt, 4 Jahre später, ist es eigentlich ein großer Erfolg für uns, dass dieses Bürgerinnenbudget tatsächlich von der Stadt übernommen wurde. Nicht in der Form, wie wir das gerne hätten. Wir hätten gerne noch mehr Autonomie hier und noch stärkere Einbindung in das tatsächliche Budget der Stadt durch die Bürgerinnen. Was für uns auch sehr wichtig ist, ist, dass man die städtischen Unternehmen, die zusammengefasst sind in der Holding Graz, dass es hier mehr Einblicke gibt und hier mehr Beteiligung für alle Grazerinnen und Grazer. Wir wollen die Holding Graz neu organisieren, wir wollen die Eigentumsverhältnisse umkrempeln und wir wollen sie demokratisieren, die städtischen Unternehmen.
Wie wir uns das vorstellen, ist, wir wollen allen Grazinnen und Grazern unveräußerliche Bürgerinnenanteile an der Holding Graz geben und damit verbunden Stimmrechte auf Generalversammlungen und Auskunftsrechte innerhalb des Unternehmens. Wir wollen Informationsfreiheit in den städtischen Unternehmen, die jetzt quasi eine politische Blackbox sind. Wir wollen das damit sicherstellen, dass Posten nicht rein von der Budgetkoalition besetzt werden politisch. Und was uns sehr wichtig ist, ist natürlich das Auskunftsrecht der Unternehmen für alle Grazinnen und Grazer, aber natürlich auch ganz besonders für Journalistinnen und Journalisten, die hier ein Kontrollrecht in der eine Kontrollpflicht in der Gesellschaft haben, und die sollen auch diese Auskunftsrechte gleich wie alle anderen Menschen nutzen können in den Unternehmen der Stadt. Für uns auch sehr wichtig ist, es werden in Graz immer viele Großprojekte diskutiert zwischen den Parteien. Sei das eine U-Bahn oder eine Murgondel oder seit neuestem ein Autotunnel unter der Stadt. Wir finden, dass solche Großprojekte, die die Stadtentwicklung eines Bezirks oder der Stadt massiv beeinflussen oder die Ausrichtung der Stadt generell, einer verpflichtenden Volksabstimmung unterzogen werden. Also wir wollen hier wirklich sozusagen Graz zur Schweiz machen. Wir wollen, dass diese Projekte abgestimmt werden. Wir wollen, dass in Haushalten Informationsbroschüren oder ein Abstimmungsbuch zugestellt wird, in der objektive Fakten, Vor- und Nachteile etc. dargelegt werden und im Vorfeld dieser Abstimmung ein öffentlicher Diskurs in den Medien stattfinden kann. Weiters, wir glauben, dass die politischen Parteien den großen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft gestellt sind, dass die das nicht bewältigen können. Zum Beispiel, dass die Klimaziele, die gesteckt sind, Politik ist gut, sich große Ziele zu setzen, langfristige Ziele, aber wir glauben nicht, dass sie in der Lage sind, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Darum wollen wir eben auch, dass die Menschen über Volksabstimmungen mehr Rechte bekommen. Großen Herausforderungen, die Klimakrise natürlich. Ich persönlich komme aus dem Verkehrsbereich auch und wir glauben, dass im Verkehr sich viel tun muss in Graz. Und wir brauchen hier große Lösungen, wir brauchen hier ein großes Konzept. Und wir glauben, dass es nicht reicht. Auch hier ist die Politik ist gut, Anreize zu schaffen, wie den öffentlichen Verkehr auszubauen, da ist man sich schnell einmal einig, dass es irgendwas braucht. Wir sind auch der Meinung, das wollen wir natürlich auch. Wir sind aber auch der Meinung, dass es ganz klar der motorisierte Individualverkehr eingeschränkt werden muss. Das Konzept, das wir dafür fordern, ist, wir sind der Meinung, Graz braucht eine City Maut. Täglich finden in Graz, es gibt unterschiedliche Zahlen, im Durchschnitt rund 300.000 Autofahrten über die Stadtgrenze statt. Wir wollen, dass es muss eine Gebühr geben für die Nutzung unserer Straßen hier im motorisierten Individualverkehr. Wir stellen das mit dieser City Maut uns vor. Und denn wir glauben, es kann nicht sein, dass man im Grünen lebt und in der Stadt arbeitet und so beide Vorteile für sich in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite wollen wir diese City Maut auch, wir wollen hier ein sozial gerechtes Modell. Wir wollen natürlich, wer die Grenze fährt, soll die entsprechende Gebühr entrichten. Wir wollen aber auch, dass Straßenbahnen über die Stadtgrenzen hinaus gebaut werden. Wir wollen, dass Radhighways über die Stadtgrenzen hinaus gebaut werden, um hier attraktive Pendelstrecken zu ermöglichen für PendlerInnen, die von dieser City Maut betroffen werden. Wir glauben weiterhin, dass wir den öffentlichen Verkehr, wir wollen den öffentlichen Verkehr in Graz gratis machen, kostenlos, und denken, dass das jetzt mit dem Klimaticket oder dem 1-2-3-Ticket die perfekte Gelegenheit ist, hier auch die PendlerInnen noch stärker in Kombination mit Push-Maßnahmen des City-Maut und Pull-Maßnahmen des kostenlosen Stadtgrenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs zu stärken. Und am Ende des Tages sind die Leute, die bereit sind, hier umzusteigen, wirklich, werden dann auch mehr Geld am Ende des Monats übrig haben durch ihre Mobilität.
Wir sind eben auch der Meinung, Mobilität ist ein Grundrecht. Mobilität bedeutet Freiheit. Und deswegen brauchen wir hier kostenlosen öffentlichen Verkehr. Wir erwarten dadurch einen Anstieg der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr. Deswegen wollen wir eine Taktverdichtung im öffentlichen Verkehr, um hier den nötigen Raum in den Fahrzeugen zu schaffen und den notwendigen Komfort sicherzustellen. Der öffentliche Verkehr muss ein Verkehrsmittel sein, mit dem alle gerne fahren und nicht nur jene, die sich ein Auto nicht leisten können. Genau. Durch eine City-Maut, es gibt eine Studie des Umweltbundesamts über TU Graz, die jetzt einige Jahre zurückliegt, für Graz, worin quasi herauskommt, die Fahrleistung und die Emissionen sind durch eine City-Maut von 20-25% reduzierbar. Das bedeutet auch, dass wir einerseits weniger Stau in der Stadt haben, dass wir schneller mit dem öffentlichen Verkehr von A nach B kommen und dass der Parkdruck in der Stadt sinkt. Wir wollen also auch eine starke Reduktion von Stellplätzen in der Stadt, im gesamten Stadtgebiet. Und diese Stellplätze, der Platz, der hier frei wird in der Stadt, den wollen wir nutzen für einerseits diese Radhighways, denn auch Radinfrastruktur braucht Platz. Das ist etwas, was derzeit nicht ganz mitgedacht wird in der Stadt. Und andererseits natürlich auch für mehr Grünraum und Versickerungsflächen. Die Starkregenfelder der letzten Wochen haben uns gezeigt, dass wir irgendetwas tun müssen, wenn wir hier der Klimakrise begegnen wollen und nicht permanent unsere Keller unter Wasser haben wollen. Also Parkflächen zu Versickerungsflächen und Radinfrastrukturen. Ja, so viel einmal von meinem Teil. Und, ja. Danke Flo. Als nächstes kommen wir zu unserem Listenplatz 2, unsere Kandidatin, die Frau Cosima-Thiemer. Sie ist 20 Jahre jung, hat 2021, also sprich dieses Jahr, maturiert und bringt auch bereits einiges Erfahrung im Sozialbereich mit, zum Beispiel in der persönlichen Assistenz. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass sich jemand unter anderem mit eine liberale Suchtmittelpolitik, Jugend und Freiheit, Gewaltprävention sowie Digitalisierung im Bildungsbereich näher bringen darf. Und der erste Punkt, mit dem ich gerne beginnen möchte, ist eine liberale Suchtmittelpolitik. Es ist aus einigen Studien bekannt, dass jeder dritte Grazer und jede dritte Grazerin regelmäßig Cannabis konsumiert. Die jetzige restriktive Suchtmittelpolitik in Graz kriminalisiert Konsumentinnen und setzt ihnen unnötigen Gefahren aus. Außerdem ist allgemein bekannt, dass illegale Substanzen konsumiert werden, auch wenn sie verboten sind. Deshalb liegt unser Fokus hier auf zwei Dingen. Erstens die Legalisierung von Cannabis und auch samt notwendiger Aufklärungs- und Suchtpräventionsarbeit und andererseits den Konsumraum nach Berliner Vorbild. In diesem Konsumraum muss es möglich sein, illegale Substanzen auf Reinheit und Qualität prüfen zu können und diese dann unter ärztlicher Aufsicht zu konsumieren. Jetzt darf ich auch schon zum nächsten Punkt kommen, Freiheit. Graz ist eine Stadt, die für alle Menschen funktionieren muss, ohne vorzuschreiben, wie man zu leben hat. Es ist zum Beispiel das Skaten auf öffentlichen Plätzen verboten, was im Sportjahr 2021 absurd ist. Unter anderem darf man keinen Alkohol am Hauptplatz konsumieren, außer er wird teuer am Standort gekauft. Das sind für uns Regeln und Verbote, die absolut keinen Sinn machen. Und deshalb fordern wir ein Ende der Verbotspolitik und mehr Ressourcen für soziale Arbeit, um Probleme zu lösen und sie nicht nur in Umweltschutzgebieten zu verdrängen. Außerdem fordern wir städtische Wohnzimmer als soziale Zentren, in denen das Pflegen sozialer Kontakte ohne Konsumzwang für alle Menschen möglich sein muss. Mobilität bedeutet ebenfalls Freiheit und für eine junge und lebendige Großstadt wie Graz ist es essentiell, BürgerInnen auch nachts sicher und kostengünstig nach Hause zu bringen. Momentan hat unser öffentlichen Verkehrsmittel unter der Woche nur bis 23.30 Uhr und am Wochenende hat unsere Nightline eine Lücke zwischen 2.30 Uhr und 5.30 Uhr. Und wir finden, dass keine Nightline sich diesen Namen auch verdienen muss. Deshalb muss es möglich sein, unter der Woche, also am Wochenende, bis nach Hause kommen, lückenlos zu ermöglichen. Die Jugend ist unsere Zukunft und trotzdem muss sie mit Entscheidungen des Gemeinderats leben, ohne jemals selbst zu Wort kommen zu können.
Bewegungen wie Fridays for Future zeigen, dass die Jugend durchaus Interesse an Politik hat und auch hochpolitisch ist. Um dieser Politik Verdrossenheit entgegenzuwirken und Mitbestimmung zu ermöglichen, fordern wir den Jugendgewaltrat mit echter Mitbestimmung, einem eigenen Budget, der Beschlüsse fassen kann und ein Antrags- und Rederecht im Gemeinderat erhält. Verbindung und Hygieneartikel sind ebenfalls wichtige Schritte in Richtung Freiheit. Es ist bekannt, dass menstruierende Personen in ihrem Leben bis zu 20.000 Euro für Hygieneartikel ausgeben, was eine wahnsinnige finanzielle Belastung darstellt. Ebenfalls ist bekannt, dass beispielsweise in Irland jede 10. Schülerin sich diese Hygieneartikel nicht leisten kann und im Unterricht fernbleibt. Wir finden, dass diese Artikel nicht selber bezahlt werden müssen. Verhütung ist ebenfalls ein wichtigerer Schritt in Richtung Freiheit und darf keine Frage des Kontostands sein. Deshalb muss die Stadt Graz hormonelle und nicht hormonelle Verhütungsmittel nach Wahl zur Verfügung stellen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass es dieses Jahr bereits 19 Femizide in Österreich gegeben hat und wir somit das unsicherste Land in Europa für Frauen sind, ist es essentiell, Frauenhäuser und Gewaltprävention in Österreich auszubauen und so weiter. Erste Schritte sind hier vor allem der Ausbau von Männerberatung und niederschwelligen Hilfs- und Anlaufstellen und vor allem Animationsseiten der Stadt, diese Angebote wirklich wahrzunehmen. Der letzte Punkt, den ich Ihnen vorstellen darf, ist Digitalisierung im Bildungsbereich. Als diesjährige Maturantin ist mir das Schulsystem in Österreich bestens bekannt. Ich habe in einem Pandemiejahr maturiert. Und das hat gezeigt, wie essentiell Digitalisierung im Schulbereich immer noch ist und wie wenig da geschehen ist. Alle SchülerInnen müssen mit Laptops ausgestattet werden und der Digitalisierung muss aktiv in Unterricht und Schulbetrieb einfließen. Ebenso müssen Internet- und Medienkompetenz sowie Programmieren allen Schulstufen altersgerecht vermittelt werden. Wir sind der Meinung, dass es nur so möglich ist, Kinder und Jugendliche auf eine eindeutig digitalisierte Zukunft zu bereiten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kosma. Gut, zum dritten Listenplatz komme ich jetzt. Das wäre der Peter Grasberger. Er ist 31 Jahre jung und selbstständiger Softwareentwickler. Genau. Nochmal Hallo von mir. Ich werde jetzt an einige Punkte von Flo und von der Kosma anschließen. Wir haben schon viel über Grundrechte, Freiheit, Bürgerinnenrechte gehört. Das ist uns sehr wichtig in der Piratenpartei und eben auch die Demokratie ist uns sehr wichtig. Und für ein demokratisches Graz, wie es gehört, nach Vorbild der Schweiz zum Beispiel oder noch viel weitergehend, braucht es Information und eine informierte Gesellschaft. Dazu braucht es natürlich Sie auch als Journalisten, aber wir wollen eben auch, dass Bürgerinnen sich selbstständig informieren können. Und nur dann können sie auch wirklich mitentscheiden. Ein Projekt, das wir im Wahlkampf oder gegen Ende der Periode, wo wir im Gemeinderat waren, gemacht haben, nennt sich Open Gemeinderat. Das war ein Projekt, wo wir den Gemeinderat von innen nach außen kehren wollten. Wir haben das selber umgesetzt mit einer Plattform auf open-gemeinderat.at. Da finden sich alle Anträge so wie die Mandatare selber sie bekommen von der Stadt, offen auf einer Plattform. Das haben wir in der Periode gemacht, wo wir drin waren im Gemeinderat und das werden wir auch machen, wenn wir das nächste Mal jetzt einziehen. Natürlich wäre es viel besser, wenn die Stadt das selber zur Verfügung stellt und selber eben diese ganzen Informationen einfach offen präsentiert, durchsuchbar eben auch und schön sortiert. Weiters auch beim Gemeinderat selber fordern wir schon seit vielen Jahren, dass es ein Livestream von der Gemeinderatssitzung gibt, weil eben die Tribüne vom Gemeinderatssaal kann wenig Leute halten. Das ist zum Teil bei 20 Leuten oder so. Und wir können uns erinnern, zum Beispiel bei der Ruhr-Demo damals oder beim Ruhrkraftwerk wurden sogar Beschränkungen eingeführt, dass man sich ein Ticket bei einer Partei holen musste, um eben an einer Gemeinderatssitzung teilzunehmen. Das kann einfach nicht sein. Inzwischen wurde ein Livestream umgesetzt, aber wegen Corona. Jetzt fragen wir uns natürlich, bleibt das oder nicht? Wir fordern, dass es bleibt. Und wir fordern auch eine Verbesserung von diesen Livestreams. Sie könnten noch
barrierefreier werden mit Untertiteln oder Dolmetscher und sie müssen viel länger online verfügbar sein. Aktuell sind wir bei 7 Tagen. Es ist eben auch wichtig, dass die Bürgerinnen vielleicht nach dem Arbeitstag und nicht während der Arbeitszeit auch sich diese Gemeinderatssitzung anschauen können oder eben Highlights, die sie interessiert aus der Sitzung. Ja, genau. Weiter bei den Informationen und bei dem Informiertsein der Bevölkerung. Wir fordern, dass alle Dokumente, die in der Stadt erstellt werden, erarbeitet werden, dass alles offen verfügbar ist. Wir nennen das Informationsfreiheit by default, also immer informationsfrei. Das lässt sich lösen über eine Plattform, wo man diese Dokumente einfach herunterladen kann, einfach anschauen kann. Es soll eben dieses Prinzip umgedreht werden, dass vom Amtsgeheimnis nicht alles soll geheim sein im Standardfall. Es muss immer eine Begründung geben, warum etwas geheim ist. Und weiter mit eben auch, weil die Stadt uns allen, also uns Grazerinnen allen gehört, fordern wir, dass alle Erzeugnisse, das heißt Publikationen, Fotos, Videos, Daten, Statistiken, Vermessungsdaten etc., Apps, Software, die Stadt entweder selber produziert oder zukauft, dass die offen verfügbar sind. Also von der Lizenz auch, dass Unternehmen und Bürgerinnen diese Daten, diese Publikationen, diese Fotos alles verwenden können frei. Wir erhoffen uns da auch einen wirtschaftlichen Aufschwung, dass Unternehmen aufbauen können auf diesen Werken. Weil das ist auch mit Steuergeld bezahlt, das gehört uns allen. Und die Stadt soll auch selber freie Software verwenden und mit anderen Städten kollaborativ auch an Software arbeiten und die verwenden. So, jetzt sind wir beim Infrastrukturthema oder man kann es auch sehen als ein soziales Thema, ein Arbeitsthema, nämlich der Ausbau von Breitband in der Stadt und zwar in Form von Glasfaser als zukunftssicheres Internet in Graz. Also wir kennen das vielleicht oder Sie kennen das vielleicht auch, also im Homeoffice, in einer größeren Familie, wenn mehrere Videokonferenzen gleichzeitig laufen, die Schüler auch noch im Unterricht sitzen, man schaut sich einen Netflix-Film an oder man möchte die Urlaubsfotos hochladen, die immer größer werden von den Datenmengen der Auflösung, dann kommt die Verbindung also schneller mal ins Stocken. Mobilfunknetzausbau ist da keine nachhaltige Lösung. Wir wollen eben Glasfaser. Und das lässt sich auch machen, indem man bei jedem Bauvorhaben, jedem neuen Haus, das gebaut wird, jede Straße, die aufgegraben wird, dass man diese Infrastruktur mitdenkt. Da gibt es das Konzept einer Leerverrohrung, dass man Rohre verlegt, noch nicht mit diesen Glasfaserkabel füllt, aber im Nachhinein diese Infrastruktur nachziehen kann, ohne eben noch einmal die Straße im Nachhinein aufzubohren. Also da geht es auch darum, irgendwie smart zu bauen und Bauvorhaben und Infrastruktur gescheit zu denken, dass man nicht Dinge doppelt machen muss und Geld verschwendet. Wir hätten in Graz bei der Holding ein Unternehmen, die Citycom, die könnte das leisten. Leider bekommt sie von politischer Seite nicht die Mittel, um da jetzt schon die Zukunft zu sichern. Genau. Ein letztes Thema von mir noch, da sind wir wieder bei den Grundwerten, nämlich bei der Privatsphäre. Wir wollen die Privatsphäre im öffentlichen Raum schützen. Da geht es um Videokameras auf öffentlichen Plätzen oder im öffentlichen Verkehr. Wir sehen in diesen Kameras eine Überwachung, die nicht gerechtfertigt ist. Es gibt keine Evidenz oder Beweise dafür, dass es Kriminalität einschränken würde. Und wir sehen es aber als perfekte Infrastruktur, um
automatisch oder automatisiert zu überwachen, die Bevölkerung und Freiheit einzuschränken. Es gibt inzwischen schon Technologie, die Gesichter erkennt, andere Bewegungsmuster erkennt, Leute durch die ganze Stadt tracken könnte und auch dann ihr Verhalten automatisch bewertet, ohne dass da ein Mensch eine Entscheidung trifft oder erst im Nachhinein. Da gibt es die Probleme, dass es viele Falscherkennungen gibt und die Bevölkerung darunter leidet. In San Francisco gibt es dazu ein für uns vorbildliches Projekt, nämlich diese biometrische Überwachung zu verbieten in der ganzen Stadt. Das wollen wir auch. Und es gibt eine EU-weite Bürgerinitiative, die sich nennt Reclaim Your Face. Unter reclaimyourface.eu kann man diese Bürgerinitiative unterstützen. Die möchte eben biometrische Überwachung in der ganzen EU verbieten. Das ist mein letzter Punkt. Gut, vielen Dank, Peter. Gut, das war soweit die Vorstellung unseres Programms sowie unserer Kandidatinnen. Jetzt würden noch die Kandidatinnen zu einer offenen Fragerunde sehr gerne zur Verfügung stellen. Bitte schön. Wie groß ist die Liste eigentlich, wie viele Datenstimmen drauf? Wir haben derzeit 6 Personen auf der Liste. Mhm. Unser Ehrenplatz, vielleicht noch dazu zu sagen, der 6. Listenplatz ist unser alter Gemeinderat, ja, genau. Wie ist denn die Reihung zustande gekommen? Das ist demokratisch gewählt auf unserer Mitgliederversammlung. Was für ein Quorum war da? Wir haben keinen. Also, wie viele Teilnehmer haben abgestimmt? Wie viele Teilnehmer haben abgestimmt? Was haben Sie denn für ein Budget für den Wahlkampf? Unser Budget beträgt? Ja, in etwa, also unter 10.000 Euro kann ich auf jeden Fall mal nennen als Zahl. Vom Budget, wir haben noch geringe Mittel übrig aus der Vergangenheit, aus vergangenen Aktivitäten eben, aber wahrscheinlich mehr als die Hälfte vom Budget sind Spenden von Mitgliedern, Mitgliedsbeiträge. Das sind vor allem Leute aus unserem Umfeld oder Kandidatinnen vielleicht auch, Mitglieder in Graz und Österreich einfach. Genau, wir sammeln derzeit auch noch Spenden. Das heißt, unser Budget wird jetzt in der nächsten Woche wird es noch ein bisschen wachsen. Ich glaube, das mit diesen unter 10.000 Euro ist ein guter Richtwert. Was für öffentliche Auftritte werden Sie noch haben? Ich nehme die Zeit bis zur Wahl schon relativ nach, wenigstens. Ja, einerseits haben wir noch zahlreiche Infostände in der Stadt. Und andererseits ist auch jetzt dann gegen Ende des Monats die Gemeinderatssitzung und da werden wir eine Aktion Informationen folgen. Also man kann auch noch dazu sagen, also es gab diese Einschränkung der Plakatständer eben, die uns durchaus getroffen hat, weil wir eben selbst organisiert sind, selber aufstellen würden. Es gibt da auch eben eine Gebühr für jeden Plakatsteller normalerweise zu entrichten, die auch schon recht in die Kasse geht sozusagen bei uns. Für uns ist es aber unmöglich, auf bestehenden Flächen Plakate zu schalten. Das geht sich vom Budget nicht aus. Es ist eigentlich eine unfaire Behandlung der kleinen Parteien. Dazu haben wir auch eine Demo gemacht schon, zusammen mit einer anderen kleinen Partei. Auf diesen Missstand hinzuweisen, haben allen Parteien angeboten, bei uns am Hauptplatz eine Plakatfläche selber zu verschönern. Und genau. Einzelne sind gekommen. Einzelne sind gekommen. Ja, Demo ist ein gutes Stichwort zu öffentlichen Auftritten. Also vor allem in der Zeit, in der wir nicht im Gemeinderat waren, haben wir trotzdem Politik gemacht. Wir haben unsere Stimmen hauptsächlich eben
im Rahmen von Demonstrationen haben wir teilgenommen, um hier unsere Stimmen eben Gehör zu verschaffen. Und wir werden natürlich auch am 24. September beim weltweiten Klimastreik dabei sein, weil das für uns ein sehr großes Thema ist. Und selbstverständlich auch zum nächsten Erdstreik-Demonstration. Wann ist denn die? Das ist noch nicht bekannt, aber okay. Vermutlich ist es noch. Ich habe nichts mitgekriegt, was jetzt ist. Auch nicht bei. Und wie schätzen Sie jetzt die Chancen ein? Gut. Soweit sie sind, zwei Mandate. Wir wollen etwas verändern in der Stadt und deswegen müssen wir uns große Ziele setzen. Und wir glauben, dass die Zeit auch passt, dass es reif ist. Wir merken auf der Straße, der Infostand, die Leute kennen uns, die Piraten sind keine unbekannte Partei. Und wir haben viel Zuspruch. Und wir haben natürlich ein sehr junges, neues Team aufgestellt in den letzten Jahren. Und wir glauben, in den nächsten 2-3 Wochen da die nötigen Unterstützerinnen zusammenzubekommen und da viel Friends zu ziehen. Sie sind ja vom Selbstverständnis her auch von Beginn der 2010er Jahre eher eine netzaffine Partei, wie der Dauer Wahlkampf ausschaut. Das ist ja praktisch eine gute Möglichkeit, ohne viel Budget zu tun. Ja, genau. Wir machen sehr viel Instagram derzeit. Das ist, glaube ich, unser Hauptmedium. Aber wir spielen sehr viel über die persönlichen Profile der Kandidatinnen. Also es gibt natürlich eine natürlich Partei. Wir sind eigentlich auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter vertreten, mit Parteiaccounts und auf Telegram. Und wir spielen sehr viel auch über die persönlichen Seiten der Kandidatinnen, was, glaube ich, die Hauptkommunikation ist in Social Media. Genau. Das sagt natürlich nicht hundertprozentig etwas aus, aber wie viele Follower haben Sie denn da auf Ihrem persönlichen Profil? Wie viele Leute kommen Sie geschätzt heran? Auf Twitter habe ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich glaube so dieses 500 Follower, auf Facebook, keine Ahnung, auch ein paar hundert. Und ich persönlich bin auf Instagram relativ neu. Weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Genau, das ist unterschiedlich. Also, genau. Ja, die Cosma zum Beispiel, es hat eine größere Reichweite auf Instagram und bei mir bewegt sich sehr auf Twitter, wo 2000 Follower irgendwie da sind. Natürlich schwierig, geografisch zuzuordnen. Also. Zu dritt decken wir, glaube ich, die drei großen Social Media Plattformen ganz gut an. Und es gibt natürlich andere Communities noch, soziale Netzwerke, wo ich sage, wir sind eher ITler unterwegs oder so, wo man dann auch nochmal Communities ansprechen kann, die jetzt nicht auf den traditionellen Social Media Kanälen zu finden sind. Also da gibt es durchaus noch andere Kanäle auch. Ich hätte noch eine Frage zum Verkehr. Sie haben gesagt, welcher Verkehr sollte gratis sein. Meinen Sie damit den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtbereich oder generell jegliche Bewegung im ÖFS, also auch ÖBB bei einer Fall von was weiß ich, Karlsruhe oder sowas? Nein, wir reden da eigentlich von den Gaslinien. Also genau, aber was wir wollen eben auch, dass eben diese Straßenbahnen, die nach unserem Konzept über die Stadtgrenzen hinausfahren sollen, dass die Pendlerinnen außerhalb der Stadt auch schon kostenlos aufnehmen sollen. Genau. Und da erwarten wir uns auch einerseits die Finanzierung durch die City Maut, andererseits natürlich eine Finanzierung durch die Stadt und wir wollen da auch, dass der Bund, also hier wird es halt, wir glauben, dass die Klimaschutzministerin da offen wäre für so ein System. Das Thema Kultur ist immer ein bisschen stiefmütterlich bei allen Parteien, jetzt habe ich von Ihnen auch nichts zum Thema Kultur gehört. Können Sie mir da ein bisschen was sagen, was Sie da vorhaben? Ich probiere es einmal. ich glaube, dass wir eben mehr so auf die kleineren Kulturangebote irgendwie die unterstützen wollen und nicht so diese riesigen Kulturangebote, dass wir so diese Kleinkünstler und kleine Bühnen und selbstorganisierten Projekte da mehr im Fokus haben, anstatt jetzt irgendwie Millionensummen für groß.
große Ereignisse oder Großveranstaltungen auszugeben. Also das sind wir von der Idee in der Richtung. Ja. Aber wir haben auch noch jemanden auf der Liste, der auch für die Kulturpolitik ansprechbar ist. Leider jetzt nicht da. Ingenieur Peter Böschl auf der Liste, auch weiter hinten. Der war früher, wie im Gemeinderat war, hat er uns halt Kulturpolitik gemacht und hat dafür Erfahrung. Und ja, wir haben ein großes Erfahrungsschatz, auf den wir da zurückgreifen können, auch in dem Bereich. Und ihm auch kennen. Thank you.